Name ist Olaf Höhn. Ich bin Inhaber der Florida Eismanufaktur, habe zwei große Cafés und diese große Produktion. Wir beliefern 1600 Fachgeschäfte und im Lebensmitteleinzelhandel in Deutschland und Berlin natürlich in erster Linie. 1984 habe ich das Eiscafé gekauft. Zu der Zeit lief die Serie Miami Vice. Da war es klar, Florida. Am Eiscafé ist natürlich die Deko das Schönste, an Florida das Wetter. Erdbeeren, ja. Bei unserer Herstellung ist es sehr, sehr wichtig, dass wir möglichst wenig Luft im Eis haben, also ein kompaktes Eis. Wir produzieren klimaneutral, weil mein Sohn mich darauf gebracht hat. Er ist Geologe und die Weltprobleme so ein bisschen vorgetragen hat. Wir haben auf dem Dach natürlich eine Photovoltaikanlage, eine Solarthermieanlage, eine Adsorptionskälteanlage. Wir haben alle Kompressoren, die wir haben, angezapft an einer Rückgewinnungsanlage. Dann unsere Fahrzeuge, modernste Technik, Eutektik, also wir fahren in die Innenstädte, ohne CO2 für die Kühlung auszustoßen. Das ist eine Entwicklung, die auch Geld gekostet hat, die auch manchmal ein bisschen schwer war. Aber wir haben es geschafft. Ich habe natürlich eine Förderung bekommen durch die Stadt Berlin und durch die Industriebank und habe das Ganze finanziert über die Berliner Sparkasse. Und das hat sehr gut funktioniert. Es steht heute hier ein Werk, das ich sehen lassen kann. Also der Standort Berlin ist für mich eine Herzenssache. Ich bin Berliner, ich bin hier groß geworden. Die Infrastruktur stimmt, die Bedingungen stimmen für ein Unternehmen. Die Entwicklung ist super. Und dass ich hier mit meiner Firma heute bin, macht mich schon ein bisschen stolz. Ich bin gerne hier.